Ja, okay, vielleicht hätte man sich hier verstecken können, ein klein wenig, aber so extrem auch wieder nicht. Hier scheint aber auch nichts weiter zu sein. Was jetzt nicht überraschend ist, weil ich ja eh nach unten geleitet wurde, quasi. Aber schade. Das wäre eigentlich der perfekte Moment gewesen, hier einen Hinweis zu verstecken, den man sonst übersehen könnte, ganz einfach. Ist aber scheinbar nicht der Fall. Dam, dam, dam. Kann ich wieder runterspringen hier? Nee, jetzt nicht mehr. Toll. Dieser super Stunt war nur einmal möglich. Danach nie wieder. So, und während ich hier rumlatsche, ist der Dieb natürlich längst abgehauen. Theoretisch. Der Kerl muss doch da gelaufen sein. Also da ist ja der Ausgang. Das heißt, er ist so vor uns draußen. Warum sollte ich sie wechseln? Ich müsste erstmal auffüllen hier. Das ist hier alle. Bisschen schneller vielleicht? Der Typ ist weggelaufen. Welche? Welche denn? Die da hinten? Wahrscheinlich. Gehst du vor? Zieh mal deine nicht vorhandene Waffe. Macht mir Mut, dass du nichts dabei hast, um mich zu verteidigen. Must have got out some way. No, no, he was here. I'm sure. Let's search this room. Oh! Viele Lichtpunkte. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Mal sehen. Hab ich jetzt einen Punkt bekommen dafür? Ja, habe ich. Also ich nehme mal an, das Okkulte, das levelt sich von ganz alleine hier. This Dr. Fuller. Was he Sarah Hawkins therapist? Ja, ich glaube schon. Charles, ich verstehe Ihre Sorge, aber versichere Ihnen, dass sich Sarah hier im Riverside Institute in guten Händen befindet. Es versteht sich von selbst, dass ihr Zustand eine besondere Betreuung und ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordert. Ihr volles Potenzial kann sich nur entfalten, wenn sie sich in einer sicheren Umgebung befindet und von qualifiziertem Personal betreut wird. Natürlich liegt die Entscheidung bei Ihnen. Es scheint aber, als liefe Ihnen die Zeit davon. Ihr Freund Thomas Fuller. Bam, 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 bam. It looks like an old Seaway map. Ja. Jemand hat auf dieser alten Seekarte Koordinaten verzeichnet. Sie ergeben eine Route. Ich kann nicht ranzoomen, das ist schade. Ist Skilla, die ist hier lang geroutet? Moment, wo ist denn? Darkwater ist da. Das ist alles Wasser, ja? Muss ja, logischerweise. Wobei. Nee, das ist Land. Das ist alles Land. Nee, Atlantik steht da. Hä, aber Darkwater ist doch eine Insel. Oh, das ist alles Darkwater hier. Moment, lese ich da gerade falsch? Nee, hier ist Europa. Da ist England. Wo ist jetzt Dark? Das ist doch Amerika hier alles. Das ist doch Hudson Bed? Heißt er nicht Hudson River? Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Hier, aber ist Darkwater dann das hier? Ich dachte, dass das hier Darkwater gewesen wäre, aber es ist ja doch eher ein See dann. Ja, whatever. Auf jeden Fall, die Skilla ist hier lang gesegelt. Und die anderen sagen mir aktuell nichts. Die Orpheus in die Unterwelt. Das war aber mal Zickzack, also Zickzack ist gut. Hier lang gefahren statt geradezu. Da ich von Seezeug keine Ahnung habe, weiß ich nicht, wieso, weshalb, warum man sowas macht, aber wird schon stimmen. Hier ist eine Art Bermuda-Dreieck. Da ist abgesegelt. Tja, also ich kann aber doch nichts anfangen, aber ich habe es mir jetzt eingeprägt. Eindeutig, jetzt weiß ich genau, was das gewesen ist und ich kann es hier jetzt halt rekonstruieren. Jedenfalls eigentlich noch spiele und nicht eine Woche Pause mache. Ach, Mensch. Schön. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Aha, und da hier haben wir offenbar den guten alten Dr. Hugo Strange. Auf diesem Foto posieren Charles Hawkins und Kapitän Fitzroy mit einem dritten Mann. Sie scheinen sich sehr nahe zu stehen.
I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Entweder der, der hier abgehauen ist gerade. Und oder der, der das Gemälde geklaut hat. Könnte aber der gleiche sein. Ach, guck einer an. Machen wir gleich. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Ja, richtig. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Wie kommst du darauf, dass das Darkwater ist? Ich sehe hier überhaupt nichts außer Kritzeleien. Gut, hier ist vielleicht eine Art Umriss noch. Ah gut, da steht Darkwater Island, haha. Aber das ist doch kaum zu erkennen. Eine Karte von Darkwater von Charles Hawkins gezeichnet. Manche Orte wurden eingekreist. Bringt jetzt nicht wirklich was. Es sei denn, er merkt sich das natürlich jetzt. Oh, guck mal an. Da wurde doch mal das Ding zerschoben. As if the bookcase has been moved several times. Dann geht es wohl auf, wenn ich davon anfasse, ha? This globe seems to have been part of some mechanism. Achso, das muss ich stellen natürlich jetzt. Ich hatte doch irgendwo Länge und Breite gerade. Warte kurz, hieß ja was zum. Und. Ach, jetzt ist auch da. Ja. Jetzt. Müsste ich. Doesn't work. I must have missed something. Jein. Seems like this came from a log. Machen wir gleich. Och, du Kacke. Muss ich mir das alles auswendig merken, um das dann im Globus einzustellen? Das schaffe ich nicht. Fünf, sechs, fünf Sachen. Vier. Eins, vier Sachen. Fünf? Eins, zwei. Fünf, fünf. Montag, 24. Mai 1847. Insel Darkwater, den ganzen Morgen nordwärts gesegelt. Kapitän Hamilton ist voller Zuversicht. Er sagt, dass sie diese Saison die Orpheus schlagen werden. Möge Gough uns gnädig sein. Moment. 42 Nord, 70 West. 62 Nord, wo ist denn hier Nord? Wo ist denn hier Nord? Sehe ich nirgendwo, die Markierung. Da. 62. Nein, jetzt bin ich raus. Wieder vergessen. Oh, was? Ich hab's mir nicht gemerkt. Oh, 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 oh. 42, nicht 62. 42 und 70. Ja, irgendwie hier. Da, jetzt muss ich 70 finden. Oh, völlig falsch. Da so. Nummer 1. Doesn't work. I must have missed something. Wahrscheinlich must sogar. Be a link with the Seaway map. Ja, ja. Ach so, mit der Karte, nicht mit dem hier. Oder wie? Sonntag, 30. Mai 1847. Es war mir lieber, als die Wale spurlos verschwanden. Aber bei all diesen Kadavern können wir ihr trauriges Schicksal nicht länger ignorieren. Was tötet nur diese gewaltigen Bestien? Ich sagte Hamilton, es sei ein schlechtes Zeichen. Ihm ist das egal. Dienstag, 1. Juni. Wir haben vor einem kleinen Dorf geankert. Die Einwohner sagen, das Wasser sei rot vom Blut der heiligen Tiere und wir würden gegen den Willen der Götter handeln, wenn wir ihnen folgten. Ich sagte ihnen, dass ich nur Gough, den Allmächtigen, fürchte, aber alleine im Laderaum habe ich Angst. Freitag, 4. Juni. Wir haben in der Ferne einen gewaltigen Wal gesichtet. Er ist größer als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Sein Gesang ist ohrenbetäubend. Hamilton will ihn. Mittwoch, 23. Juni. Wir haben ihn gefangen. Es ist der groteskeste Wal, den ich je erblickt habe. Wir haben Männer verloren, aber Ruhm erlangt. Dieser Tag wird noch in Jahren gefeiert werden. Dienstag, 29. Juni. Darkwater. Wir haben die Orpheus besiegt, die mit leerem Laderaum zurückkehrte. Die Scylla und Hamilton sind nur noch eine Erinnerung. Hä? Wieso nur noch eine Erinnerung? Liebe Seamap. Oder warte, ich habe noch die Kratzer da drüben. Achso. This panel is movable. Dann, oh, move es mal. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Ja. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism.
Ich würde einfach nur getrieben in Gang setzen. Bam! Mit mehr Stärke würde es funktionieren. Aua, aber nicht Wärmklemmen dabei. I can't budge these gears. I need a tool. Oder mehr Kraft. Oder aber natürlich den Weg, das Ganze zu lösen hier mit dem richtigen Dingensgebummens. Oder aber er hilft mir vielleicht sogar dabei. Have you seen the old maritime maps? Ach, das Charles Hawkins' desk. Strange. No ship has left Darkwater Shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Maybe. Why are these letters here? And not with Sarah Hawkins' belongings. Gute Frage. Diese Briefe wurden geöffnet, haben aber offensichtlich das Büro von Charles Hawkins nicht verlassen. Sie sind in einem sorgfältig geflochtenen Band zusammengebunden. Warum hat Hawkins die Briefe nicht an seine Frau abgefangen? Tja, das heißt, sie hat die Vaterbriefe nie bekommen. Ist ja auch nett. Klick. Also nochmal. Looks like the navigational paths. Warte kurz, war ich da schon dran gewesen? Achso, ist das Öl. Looks like the navigational paths described in the log. Tja, jetzt kann ich alle davon ausprobieren, ja? Hm, toll. Mal sehen. Sinnvoll wäre wahrscheinlich entweder Scylla oder Orpheus, je nachdem. Orpheus hat die Plusdinger. Hm. Ich probiere mal das hier erstmal. 31 Nord und 64 West. 31 Nord, 64 West. 31 Nord. 64. Warte, West. Ich gehe gerade nach Ost. 64 West. Hier so. Ich weiß auch nicht, wie präzise das hier sein muss. I must have missed something. Schwer zu sagen. Doesn't work. I must have missed something. Nun ja, dann wieder vorbei. Das war es dann nicht gewesen. Ja, ist schon klar. Doesn't work. I must have missed. Looks like the navigational paths described in the log. Ja, ja. Dann nehme ich alles, was ich Scylla hatte, nach und nach. Fangen wir an mit diesem hier. 47 Nord, 55 West. 47 Nord, 55 West. So, hier irgendwie. Ja, ich weiß echt nicht präzise. Ich meine, ich weiß nicht, I must have missed something. Wie gesagt, wie genau ich damit sein muss, denn es ist... Looks like the navigational paths described in the log. Vielleicht bin ich ja schon beim Richtigen gewesen jetzt, aber es war halt nicht so exakt eingestellt und deswegen war es doch nichts. Was natürlich schön doof wäre. Was haben wir gemacht, den hier? Nehmen wir jetzt 49 Nord und 61 West. 49, 61. Ja, immer noch hier. Bisschen weiter nach da. Das ist ja auch Quatsch, das so zu sagen. I must admit, looks like the navigational paths. Ja, fast alles der gleiche. Das ist echt, wirklich, glaube ich, echtes Feintuning erforderlich. Hier ist was schön doof, wäre das. 57 Nord und 51 West. 57. Ja. Hier. Und 51. Jetzt habe ich aber die anderen nicht mehr als toll. Doesn't work. Ach. I must have missed something. Hier wäre es eher doof, wenn man das nicht mehr sehen kann. Doesn't work. I must have missed something. Tja, während des Andingens hier nicht nach unten gucken, wo dann das Dingens ist. Hier, was scheint es auch nicht doesn't zu sein. Work. Looks like the navigational paths described in the log. Nehmen wir diesen hier. 33 Nord und 53 West. Tschüt. 33. Und 53. Ah. Looks like it worked. Direkt auf dem Kompass drauf. Toll. Hätte man auch gleich sagen können. Well done, Pierce. Na gut. Aber ganz im Ernst, hätte man einfach den Kompass anvisiert, so aus Jux und Dallerei, wäre es auch was geworden. Nichts bekommen hier schon. Ach, ich habe 7 Punkte verfügbar, sehe ich gerade. Was?
Das sagt mir keiner. Hätte ich bestimmt auch das hier gerade machen können. Aber ich wollte hier einen reinhauen, ne? Also, bitteschön. Zack. Nein, was? Moment. Noch einmal, bitte.